Thema Prokura, was ist der Prokurist? Der Prokurist ist das zweite Ich des Kaufmanns. Das zweite Ich des Kaufmanns. Warum ist denn der Kaufmann daran interessiert, ein zweites Ich zu haben? Aha, genau. Ja, und außerdem gibt es ja auch neben dem Betreiben von Handelsgeschäften noch so ein paar andere Dinge, die das Leben so ausmachen kann. Was denn zum Beispiel? Urlaub, ja, Familie, Sport, sehen Sie. Also, das Kernkonzept ist, sich vertreten zu lassen. Und zwar so vertreten zu lassen, als würde man selber agieren. Das zweite Ich des Kaufmanns. Sehen Sie das? Ja, der Prokura ist das zweite Ich des Kaufmanns. Das heißt, die Idee, die dahinter steckt, ist, nicht alles alleine machen, auch mal Urlaub, sich seiner Familie widmen, Sport treiben und so weiter und so weiter. Und jemanden zu haben, der so handelt, als würde man selber handeln. Ist das nicht eine schöne Idee? Ja, bei einer GmbH ist das der Geschäftsführer, aber da ist die Konstellation ein bisschen anders, weil die GmbH ja komatös ist. Die kann ja selber gar nicht agieren. Die braucht den Geschäftsführer. Der Kaufmann kann selber agieren, aber er will nicht immer agieren. Das ist eine Frage also von Können und Wollen. Hier will er nicht immer agieren, weil Urlaub, Familie, ja, also das zweite Ich des Kaufmanns. Rechtsgrundlage? Rechtsgrundlage? Laut? Paragraph 48, genau. Schauen wir da bitte rein. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.